So it's coming from your choice account, your everyday? Mm-hmm. And how much did you want to take out? 750. Raining the whole day. Mich hat der Regen ganz plötzlich erwischt und ich bin klitschnass. Das ist mir schon echt lange nicht mehr passiert. Aber hier in Australien ist echt so, eine Regenjacke anziehen, ey, du schwitzt dich tot. Also selbst wenn es draußen extrem regnet. Und ich bin klitschnass, aber es ist auch zum Teil Schweiß. Nee, ey, mir ist so warm. Aber ey, guck, hier. Oh Mann, ey. Es war noch stärker vorhin. Moin Leute, Canon G7X Mark II. Hab lange hin und her überlegt, ob ich mir die hole oder ob ich beim iPhone 6 bleibe. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich die holen werde, weil ab und zu gibt es doch Momente, wo es einfach zu dunkel ist für das iPhone und Momente, wo ich doch gerne irgendwo ranzoomen möchte. Und ich will mich nicht selber verarschen, dass ich dann mit dem digitalen Zoome beim iPhone, sondern ich brauche optischen Zoom, damit die Bildqualität nicht darunter leidet. Dann die Tonqualität, die ist auch besser. Da war die Entscheidung eigentlich dann schon relativ einfach, dass ich mir die holen werde. Eine sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Und ich brauche halt auf jeden Fall immer Equipment, immer Sachen, die einfach klein sind, kompakt und die ich einfach so in die Tasche stecken kann. Ja? Ich reise nur mit einem kleinen Rucksack, nicht mit einem großen. Ich versuche das immer alles klein zu halten. Da ist Größe und das Gewicht mit einer der wichtigsten Punkte. Deswegen habe ich mich auch gegen die Canon M3 entschieden. Da ist halt der große Vorteil, man kann einen Haufen Aufsätze kaufen und das dann immer wieder wechseln. Das ist natürlich ziemlich geil, aber da ist wieder das Problem, dass die Objektive selber dann schon wieder ziemlich groß sind und die man dann immer wechseln muss und das geht einfach nicht klar. Und bei der Mirrorless-Kamera, da ist der Vorteil, dass wirklich alles in einem ist. Hi. Should I sign up anything? Yeah. Do you need your passport again? No. Okay. So it's actually the fourth time I'm here. Okay, thanks. Good. Yeah, have a nice day. That's it, thank you. You too. Bye. Hier läuft es auch ein bisschen anders. Man hat hier irgendwie die Karte 2 in 1. So bei uns ist es ja getrennt. Wir haben eine normale Bankkarte und können uns separat noch eine Kreditkarte holen. Aber hier ist das 2 in 1, ja, die Karte. Und deswegen ist es auch viel leichter mit der Westpac Bank Card abzuheben. Auf dem E-Saver kann man das nämlich nicht so einfach machen. Aber hier, wenn man jetzt auf so einem normalen Bankenkonto Geld drauf hat, braucht man einfach nur die Karte. Dann geht man zum Beispiel in einen Lebensmittelladen, mehr nicht. Man hält einfach nur die Karte dran an so einen Scanner. Und dann hast du es bezahlt. Das scheint mir passiert zu sein, obwohl ich unmittelbar nachdem ich die verloren habe, die Karte, die auch gesperrt habe. Naja, jedenfalls dann eine neue beantragt, dann hat die nicht funktioniert, dann habe ich nochmal eine beantragt, dann ist die nicht angekommen, weil die in einem anderen Postfach gelandet ist. Auch geil. Und dann, ja, jetzt die Karte, die ich jetzt habe. Ich hoffe, jetzt ist das Thema endlich mal erledigt. Was wir jetzt brauchen, ist meine Schere und dieses Nicht-Gaffer-Tape. Denn ich habe nicht mein ganzes Equipment mitgenommen.
aus Deutschland von meiner GoPro. Ich habe mir sogar schon manches liefern lassen, weil ich dachte, okay, das kann ich gebrauchen. Jetzt stellt sich raus, dass ich doch hätte alles gebrauchen können, weil ich eigentlich auch so einen Saugnapf habe für die GoPro, wo ich jetzt das hätte einfach nur dort ansaugen können und fertig an die Scheibe. So muss ich jetzt hier irgendwie versuchen, das bisschen zu fixen. Schneiden wir das mal Stück für Stück ab hier. So, wir drehen das ein bisschen ein. Und schon haben wir doppelseitiges Klebeband. GoPro ist montiert, so gut es ging. Für die mega coole Zeitraffer, hoffe ich. Und alles gepackt, meine ganzen tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Heute ist es soweit, finally. Das größte Ding überhaupt, Westpac Bank. Die sind so echt super, aber ich habe einmal die Karte verloren und schon geht alles drunter und drüber. Also ich weiß nicht, ob man als Deutscher da irgendwie so ein bisschen so hinterherhinkt, also von wegen, es muss perfekt laufen. Ja, also von wegen perfekt laufen, bei mir läuft auch nie was perfekt, aber die sind hier so extrem gelassen. In manchen Situationen denke ich mir, Alter, da kann man doch nicht so gelassen bleiben. Also, aber auf der anderen Seite, vielleicht kann man sich eine ordentliche Scheibe abschneiden von den Australiern, ja, was Gelassenheit angeht, weil in dem Moment kann man es dann halt eh nicht ändern. Aber das Krasse ist halt, ich habe über die 2 Wochen 3 neue Karten bekommen, weil sie nicht funktioniert haben, weil irgendwie irgendwas nicht ging, keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehabt, noch nie in meinen 27 Lebensjahren. Als ob man 60 Jahre schon eine Karte bekommt oder so. Oder? Es ist nichts passiert, außer so ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass ich einen Bus geschnitten habe oder er hat mich geschnitten, weil die hier ziemlich frech sind. Gleich gegenüber ist hier 629. Ich dachte schon, ich muss jetzt wieder ewig suchen, verlaufe mich dann wieder 1000 Mal und komme dann zu spät nach Hause. Das ist jetzt sehr gut verlaufen. Holen wir mal die Kamera ab. Wow, I'm excited. Ach, noch was. Ich habe die GoPro rausgenommen und habe die direkt hier vorne dran gemacht. Würde man wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit bei der Zeitraffer das hier sehen oder gesehen haben. Aber trotzdem, das war auf jeden Fall eine bessere Lösung als das mit dem Case, weil das hat nicht so ganz funktioniert. Das ist gleich beim Anfahren schon abgegangen und dachte ich mir, okay, dann klebe ich das jetzt hier so dran. Und es hat die ganze Fahrt gehalten. Sehr cool. Mal gucken, wie es letztendlich dann aussieht. Ich weiß es jetzt noch nicht und vielleicht mache ich sowas dann nochmal. Ich stelle es mir ziemlich cool vor. Okay, da hat mir gerade geschrieben, wo ich bin. Aber ich stehe doch direkt vor der 629. Hi, I'm Hendrik, yeah. Finally? Hi, nice to meet you, huh? Yeah, finally, man. Nice to meet you too. Yeah, finally, sorry. Ich habe sogar noch ein paar Extras dazu bekommen. Und das alles für $750. Die auf dem Markt kostet die rund $800, $1000, ja, nur die Kamera alleine. Und ich habe jetzt aber noch ein paar Extras dazu bekommen und einen extra Akku. Der extra Akku kostet auch nochmal $60, $70. Ihr müsst es natürlich umrechnen, ja. Also hier ist der Dollar gerade ein bisschen höher. Also von der Zahl her, wenn man es umrechnet, dann ist die Kamera trotzdem immer noch teuer. Aber ich glaube 500 € oder so ungefähr.